Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Privacy Access Protect Pro, dem Webinar von Nathan Howe und Oliver Meyer. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Philipp von Schmieding. Ich mache die technische Begleitung heute und habe so ein paar Ankündigungen für Sie. Die erste, dieses Webinar wird aufgezeichnet. Das gilt nicht für Sie, sondern das ist für Sie, damit Sie sich das im Nachgang nochmal anschauen können. Da bleiben Sie komplett anonym. Genauso wie wenn Sie Fragen stellen, das können Sie in Ihrem Bedienpanel auf der unteren Seite tun. Diese Fragen werden anonym an uns gesendet. Wenn Sie möchten, dass wir die auch anonym und nur an Sie beantworten, dann geben Sie uns einen kleinen Hinweis. Ansonsten würden wir die im Verlauf des Webinars sammeln und beantworten dann in der Frage-Antwort-Runde. Das ist erstmal das, was ich Ihnen technisch für dieses Webinar mitteilen kann. Und dann übergebe ich an Dennis Barbaros, der Ihnen die Speaker Nathan Howe und Oliver Meyer näher vorstellt. Ja, vielen Dank, Philipp. Mein Name ist Dennis Barbos. Ich bin Produkt- und Partnermanager bei der Telekom Security, verantwortlich für Netzwerk-Security-Produkte, primär auch verantwortlich eben für Zscaler-Produkte bei uns im Konzern. Und freue mich, Ihnen Nathan Howe und Oliver Meyer vorzustellen. Nathan, ich passe gleich den Ball rüber zu dir. Danke, Dennis, und danke T-Systems, dass heute du mich hast. Es ist eine Ehre, hier mit Oliver zu präsentieren. Mein Name ist Nathan Howe und mein Job bei Zscaler ist der Director of Transformation. Das ist eine aufgefallene Art zu sagen, dass ich Kunden, Interessenten und Partnern bei ihrer IT-Strategie helfen. Ich möchte mich im Voraus für mein sehr schlechtes Deutsch entschuldigen. Ich bin Australier und ich lebe jetzt in Deutschland. Ich werde mein Bestes geben, so bitte entschuldigen Sie erwähnte Fehler. Oliver, rüber zu dir. Ja, danke, Nathan. Von mir erstmal auch einen guten Morgen. Ich freue mich auch, heute hier präsentieren zu dürfen, vor allem neben Nathan. Ich bin in der Telekom Security als Cyber Security Consultant engagiert. Ich betreue unterschiedliche Produkte und eins davon oder ein Hersteller davon ist halt nun mal Zscaler. Und deswegen präsentieren wir heute halt, wie gesagt, das Produkt Private Access. Und ja, so viel zu meiner Person. Dann gebe ich mal wieder zurück an, ich weiß nicht, entweder Dennis oder Nathan, wer möchte übernehmen? Ich glaube, es bin ich. So, großartig. Nochmal vielen Dank, Dennis und Oliver. Zunächst wollte ich Sie alle, die Zuhörer, fragen, warum Sie überhaupt einen Job in der Information Technology haben. Damit meine ich wirklich, das macht die Information Technology. Und wie helfen wir? Ich würde diese Frage eine weniger aufgreifen lassen. Okay, that's long enough. Wenn Sie es wirklich in Betracht ziehen, geht es bei Informationstechnologie in Quelle. Darum, den Menschen Zugang zu Informationen zu verschaffen. Wir kategorisieren die etwas anderes an, rufen Benutzer an und hosten Information in Apps. Es sollte jedoch klar sein, dass für den Zugriff auf diese Informationen eine Verbindung zwischen beiden bestehen muss. Der Benutzer muss mit dem Ort verbunden sein, an dem sich die Informationen befinden. Und den Benutzer und die App müssen dasselbe Netzwerk gemeinsam nutzen. Dies war einfach, als alle im Büro waren, zu ihrem Schreibtisch gingen und ihren Computer in das Netzwerk anschlossen und Zugriff auf ihre lokale gehostete Apps erhalten. Aber ich denke, jetzt, wir können uns alle einig sein, dass die Dinge heute nicht so funktionieren. Betrachten wir das auch dem Folgendes: Was passiert, wenn Sie Personen mit Informationen verbinden müssen, die außerhalb der Kontrolle Ihres Netzwerks, lokales Netzwerk, Kontrolle liegen? Und das ist die größere Frage und Thema. Das genau darüber möchte ich heute mit Ihnen sprechen. So, um diese Frage zu beantworten, mussten Unternehmen entweder ihr Network Entschuldigung, verbinden oder Remote Access Dienste bereitstellen. In diesen Szenarien, die Netzwerk verbinden oder der Remote Zugriff bestand auf Aufgabe darin, den Schutz durch Anwenden von Kontrolle
innerhalb des Netzwerks zu verbessern. In diesem Diagramm möchten wir lediglich zeigen, wann ein Unternehmen diesen Remote Access Dienst erstellt. Die Steuerung dieser Zugriffsflüsse durch den Datenverkehr ist recht komplex. Was hier wichtig ist, ähnlich wie bei jedem Dienst mit dem Menschen verbinden sollen, ist die Art von TCP/IP und damit fast allen Netzwerken erfordert, dass die Dienst denjenigen als Gesetz auf den Zugriff benötigen. Das liegt daran, dass sie möchten, dass Personen wie Verbindung herstellen. Dadurch ist es Service, ist ihre Service nicht nur in den Mitarbeitern, sondern auch allen anderen Personen in diesem Netzwerk zugänglich. In dem Beispiel, in diesem Diagramm, würde die Risiko durch die Implementierung von Controller für diesen Verdienst etwas gemeindet. Das Dienst ist das VPN, das die Steuerelemente deinem zum Schutz der VPN ist der Infrastruktur rund das VPN. Also wenn jemand eine Verbindung zu einem Dienst außerhalb ihrer Netzwerkgrenzen herstellt, müssen sie ihn an einem Pfad binden, damit sie die mit Controller anwenden können. Diese Tür ist seit geräumer Zeit und normaler Arbeitsweise. Noch wichtiger ist, die Verwaltung komplex ist, mit verschiedenen Kontrollsätzen zum Schutz des Unternehmens. Es muss eine bessere Arbeitsweise geben. Und die Komplexität, ja, und die Komplexität hinaus sollte klar sein, dass bereits vor die Krise 2020, dass sich die Benutzer in einem anderen Ort als an einem vertrauenswürdigen oder befinden müssen und Apps an mehreren Orten gehostet werden, lässt sich dieses Modell nicht skalieren. Sie haben wahrscheinlich bereits mit einer Reihe von Hardware und Diensten begonnen, die Sie einmal erstellt haben. Und den Zugriff auf Ihre VPN und Unternehmensdienst aufrechtzuerhalten. Die meisten Unternehmen schätzen nur, dass zwischen 20% und 30% der Belegschaft gleichzeitig entfernt sind und bauten ihre Infrastruktur für diese Anforderungen auf. Wir haben alle die Erwartungen deutlich übertroffen, dass sie werden alles zweifellos überlegen, wie sie mit diesem System und dieser Veränderung umgehen sollen. Da traditionell mehr Benutzerzugriff benötigen, haben sie traditionell mehr Hardware und Dienste hinzugefügt, um dies zu verwalten, nochmal und wieder. Dann kommt die Frage herein, wo hörst du auf? Diese Schmerzen sind stärker, nicht nur aufgrund der Technologie oder der Kosten, sondern auch in diesen kreisen Zeiten, in denen die Lieferung solcher Hardware länger als 3 Monate dauert und steigt. Wie können Sie die für Unternehmen erforderlichen Services bereitstellen? Mittlerweile sollte klar sein, dass sich wirklich etwas anderes muss. Und es hat. Hier kommt Zero Trust ins Spiel. So, jetzt wird es immer viele Buzzwords rund die Zero Trust geben. Sie können hier darüber ZTNA oder ZTNA oder SDP bezeichnet werden. Was etwas genau ist, ich möchte einfach sagen, dass es beim Zero Trust nur darum geht. Die Idee ist, das Least Privilege zu vermitteln. Diese Geschichte, in dem einfach im Punkt ohne Vertrauen oder Zero Trust gestartet und dann durch eine Reihe von Bewertungen und Kontrollen Vertrauen zwischen zwei Entitäten aufgebaut wird. Erst nach der Bewertung der Partien und dem Gebäudesteuerung darf etwas eine Verbindung herstellen oder Informationen austauschen.
Am Ende dieser Austausch wird die Vertrauenselement, Vertrauensstellung entfernt, um jedes Mal es erstellt zu werden, wann ein neuer Zugriffspfad erforderlich ist. Weil, wie würde dies in den Netzwerkpfad funktioniert, wenn wir heute kennen? Okay, so betrachten Sie die netzwerkbasierten Lösungen, die wir heute haben. Wie bereits gesagt, benötigen Personen Zugriff auf Dienst. Diese Dienste werden über exponierte Gateways gehostet, über die jeder im Internet an die Tür klopfen kann. Sobald der Benutzer validiert ist, ist er logisch mit dem Netzwerk verbunden und hat somit Zugriff auf die Gesamtheit dessen, und was Unternehmen als vertrauenswürdiges Netzwerk bezeichnen. Wenn Sie sich nur dieses Diagramm ansehen, sollte klar sein, dass dies nicht skalierbar ist. Zum Beispiel mehr Leute entspricht größeren Boxes, mehr Boxes, mit, wie wir es zuvor demonstriert haben. So, wir sind uns also einige, dass die nicht skalierbar ist, wenn Ihre Apps dann auf mehr Standorte verteilt ist. Zum Beispiel Software as a Service, Plattform as a Service, Rechnungszentren und so weiter. Wie können Sie einheitlich Steuerelemente verwalten, ohne dass alle in einen physischen Standort gelangen? Und natürlich gibt es einen besseren Weg. Darüber bin ich hier, um mit Ihnen zu sprechen. So, beginnen wir also mit den drei Kriterien, die nicht nur eine Grundlage für die Konnektivität bilden, sondern auch die Kontrolle. Tatsächlich ist das Geheimnis, das ich vor dem Beginn dieser Präsentation an Überzieher gesprochen habe. Das erste ist the user. Wer ist die Person, die Zugang benötigt? Dies ist entscheidend für das Verständnis der Zugriffskontrolle. Ohne die Vorstellung, wer, es sollte keine Verbindung geben. Was wiederum für dem Zero Trust Model von entscheidender Bedeutung ist. Die Identifizierung des Benutzers, der Zugriff anfordert, ist also der Schlüssel. Dies ist so einfach wie die Verwendung der Identität, die in einem Unternehmens Identity Provider oder EDP verwaltet wird, denn die meisten von Ihnen haben. Sobald ein Benutzer authorisiert ist, sollte die EDP uns auch mitteilen, welche Benutzerrolle er hat. Zum Beispiel sind die Teil des Sicherheitsteams oder Teil des Rechtsteams. Diese Rolle spielt eine zusätzliche Definition bei der Identifizierung der Benutzer. Als nächst ist das weitere Punkt, the device. Wie unterscheiden Sie zwischen einem vertrauenswürdigen und einem nicht vertrauenswürdigen Gerät? Haben Sie ein persönliches oder Firmengerät? Und es tut mir leid. Und sollte dieser Ihnen gewahrten Zugriff ändern? Beispielsweise könnten Sie eine authorisierte Benutzer sein. Aber Sie könnten von einem nicht autorisierten Gerät kommen. Daher sollte Ihr Zugriff eingeschränkt sein. Und schlussendlich die Application. Dies ist das Was, wie in dem, worauf der Benutzer zugreifen möchte. Und was noch wichtiger ist, basierend auf den oben genannten Benutzerberechtigung und Gerätsvalidierung, darf dieser Benutzer eine Verbindung zu dieser Application herstellen. Durch die Bewertung dieser die drei Kriterien ist sehr einfach, mit Hilfe eines Zero Trust Model einen sicheren Zugriff auf Application zu erstellen. Okay, so kehren wir nun zu meinem ursprünglichen Diagramm. Es kommt jetzt, in dem wir über das Verbinden von Benutzer
mit Application gesprochen haben. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, was anderes ist. Ich weiß, wenn ich an deiner Stelle sitzen würde, würde ich auch das fragen. Nun, wir haben gerade über die Validierung des Zugriffs unter einem Zero Trust Model gesprochen. Was klar sein sollte, ist, dass es zwei Hauptbereiche gibt, auf die man sich konzentrieren muss. Aber zum Glück haben die meisten von Ihnen bereits eine ziemlich gute Idee. Denken Sie daran, wie ist die? Wer von dem Sie wahrscheinlich ein gutes Verständnis haben, kommt von Ihrem bestehenden Identity Provider oder IDP. Was? Vielleicht haben Sie ein Verständnis, aber wenn nicht, gibt es Möglichkeiten, diese zum Laufen zu bringen, indem Sie Application-Seiten ansehen, zum Beispiel umfassende definieren wie alles in einem Rechnungszentrum oder spezifischer nur meinen SSH-Server im AWS, dann ist natürlich die Frage, darf der Benutzer auf dieses App zugreifen oder nicht? Zum Beispiel, Jakob in Legal erhält möglicherweise einen anderen Zugriff auf Alex in Security, wenn sie auf Firewalls zugreifen möchten. Was ist nun mit dem Verbindungspfad, nachdem wir die Autorisieren aufgebaut haben? Und dieser schöne nächste Schritt von Zero Trust ist. So, die beste Weg dieser Betrachtung besteht darin, das Telefon zu berücksichtigen, das Sie in Ihren Händen haben oder sogar den Computer, mit dem Sie auf diese Webinar zugreifen. Erst einmal, Sie müssen sich nicht die Telefonnummer oder URLs merken. Sie haben eine Kontaktliste, ein Inventar oder sogar einen schnellen Google-Search, um den Verbindungspfad ausgeben. Dann klicken oder tippen Sie einfach und Sie werden direkt verbinden. Nun, ein Zero Trust Model stellt diese tatsächlich in Frage, indem man sagt, verwenden wir ein Technologie aus den früheren 1900 Jahren. Ein auf einem Telefonisten basierenden Model. Wenn ich Oliver anrufen wollte, hatte ich mein Telefon abgenommen und wähle ich den Telefonist. Sie hatten eine Liste darüber gehabt, wer ich verbinden dürfte. Aber wusste auch, wie man zwei Partien verbinden kann. Nach der Bestätigung, dass ich mit Oliver sprechen dürfte, der Operator würde Oliver anrufen und fragen, ob er mit mir sprechen wollte. Hoffentlich, das ist so. Dann und nur dann werden die Telefonisten diese beiden Kabelle für ein Gespräch miteinander verbinden. Sobald dieses Gespräch beendet war, unterbrach der Operator und Anruf und das wäre es. Dies ist genau, was mit dem Zero Trust Model passiert. Der Benutzer möchte auf eine Applikation zugreifen und ruft den Vertrauensoperator an. Der Vertrauensoperator bestätigt, dass der Zugriff zulässig ist. Wie zuvor erläutert, werden Benutzer, Gerät, App überprüft. Anschließend wird die Applikation über den Telefonist mit dem Benutzer verbunden. Dies bedeutet, dass die Applikation überall leben kann und der Benutzer zu Hause in einem Büro, Café und so weit sein kann. Der Zugriff wird per User und per Application, ohne dass der Benutzer jemals mit dem Netzwerk der App verbinden werden müssen. Mit Apps und Nutzer nie die gleichen Network Sharing und kleinen Hardware oder keine Hardware benötigen, um die Verbindung zu brücken, andere dann in den Lage sein, mit dem Internet, Server outbound, von der Art und Weise zu verbinden, gibt es eine Reihe von Anwendungsfällen, die berücksichtigt werden können. Einschließlich solche Dinge wie Unternehmen ermöglichen,
Hunderttausende von Secure App Zugriff in Tagen zu implementieren, nicht Monaten. Stellen Sie einen detaillierten Zugriff für dritte Parties bereit, da diese nur Zugriff auf das erhalten, was sie zu lassen. Paralleler Zugriff auf mehrere Application Hosting Standorte, zum Beispiel andere Rechnungszentren oder Multi-Cloud. Verbinden Sie mit dem divested oder merged Benutzerbasen. Granulare Zugangskontrolle zum Industrial Control Systems. Oder sogar die Notwendigkeit für privaten Access Point Network beseitigen. Okay, ich weiß so, dass ich damals viel gesagt habe. Also schauen wir uns das in Action, wie das Private Access Pro. Hier sehen Sie ein ähnliches Bild wie zuvor. Diesmal sind alle Anwendungsbereiche mit dem Operator der Zscaler Cloud verbunden. Diese ausgehende Verbindung wird durch einen kleineren Dienst erleichtert, der als App Connector bezeichnet wird. Dadurch wird pro Verbindung ein sicherer TLS-Tunnel eingerichtet. Diese Verbindung wird nur angefordert, nachdem die Benutzeranforderung von Zscaler Cloud validiert wurde. Tatsächlich werden in diesem Diagramm Benutzer parallel mit den Apps in Azure, ganz oben die orange AWS Cloud, und dem Unternehmensdatenzentrum verbunden. Ohne dass der Benutzer jemals eine Verbindung zu diesem Netzwerk erstellen muss. Diese ist ausschließlich ein applikationbasierter Zugriff. Somit sind Benutzer nie im Netzwerk. Hier gibt es keine Überlastungspunkte an ihren Datacentern. Ihre Apps und nur für autorisierte Personen zugänglich. Zugriffssteuerungen können für Segmenten für Apps und nicht für Netzwerk. Auf diese Weise erhalten Sie eine beispiellos Masse an Zugriffskontrolle, ohne dass Sie jemanden eine Infrastruktur aussetzen müssen, einschließlich der alten Art, ein Gateway zum Internet zu haben. So verstehen Sie vorauf zugegreifen, wer und von wo Ihren Benutzer und Ihren Apps weitergegeben wird. Da die meisten Unternehmen nicht genau wissen, welche Apps ausgeführt werden. Noch wichtiger ist, dass wer auf diese Apps zugreift. Mit dem Zero Trust Private Access Pro ermöglicht Unternehmen die Durchführung von Anwendungserkennung und sehen Sie, wer genau auf diese Apps zugreift. Welche Durchsetzung die Benutzer und Apps angewendete Steuerelemente. So können Sie nicht für den Verkehr beobachten, falsche konfigurierte Content Delivery Networks, außer Kontrolle geratene Software. Suchen Sie auch nach Verkehr zum Faden, die Sie zuvor nicht definiert haben. Das ist nichts, was wir alleine machen. Während Zscaler und T-Systems zusammenarbeiten, um die sicheren Zugriffspfade bereitzustellen, sind wir auf unsere Partner angewiesen. Eines davon ist Microsoft. Tatsächlich integrieren wir im End-to-End-Prozess des Zugriffs von Benutzer auf Dienste mit Zscaler und T-Systems an vielen Stellen Microsoft. Zum Beispiel hier ist Autorisieren von Benutzer über Azure AD als Identitätsanbieter, so die EDP, aber anschließend mit Multifactor Authentication oder Verwendung von Microsoft's Conditional Access und Scheme zum Anpassen und Änderung der Benutzerzugriff. Wir helfen beim Schutz der Endpunkte mit dem Microsoft Endpoint Manager. Kombinieren Sie alle Verkehrsinformationen auf Private Access Pro in Microsoft Azure Sentinel
um die Integration mit allen anderen Sicherheitsprotokollen zu ermöglichen und echten Sicherheitsanalysen bereitzustellen. So können wir als Partner unserer Kunden ein großartiges Sicherheitserlebnis bieten. Und so, ich habe viel darüber gesprochen, wie der Dienst Private Access Pro funktioniert. Erlaube mich auch, dich durch eine Fluss zu führen. Hinweis, kleiner Hinweis, denken Sie daran, dass die bei einer Anforderung per User für die Einrichtung des Zugriffs per Application erfolgt. Und jedes Mal wiederholt wird, wenn ein Benutzer einen neuen Zugriff erfordert. So, Schritt 1. Der Benutzer fordert die Application an. Dies kann durch den Versuch erfolgen, eine Datei und eine Dateifreigabe durchzucken oder einen SQL-Datenbank zugreifen, eine Belege des TCP oder UDP. Schritt 2. Die Richtlinie bestimmt, ist der Benutzerzugriff erlaubt? Wenn der Zugriff erlaubt ist, entscheiden wir, welche Zscaler-App oder also App-Connector der beste ist, um die Verbindung zu bedienen. Schritt 3, die TLS-Tunnel, werden dann von innen nach außen, so inside out, eingerichtet. Wie bei diesem Operator-Model kann der Benutzer über diese Tunnel eine Verbindung zu dem betreffenden Application herstellen. Nur um es zu wiederholen, dies erfolgt als jeder App-Anfrage, jeder App-Zugriff verfügt auch über einen einigen sicheren Zugriffspfad. Benutzer sind niemals mit dem Netzwerk der Application verbunden. Somit gibt es keine Belästigung von Apps. Gestatten Sie mir nach all dem, Oliver zum Überbringen und Ihnen zu zeigen, wie T-Systems Ihnen diesen liefern wird. Oliver, over to you. Ja, danke, Nathan. Sehr schön. Also jetzt haben wir ja gesehen, wie letztendlich Private Access Protect Pro funktioniert und wie es letztendlich dann halt auch technisch aussieht, was es uns für Möglichkeiten bietet. Jetzt wollen wir uns ein bisschen detaillierter angucken, wie sieht eigentlich so ein Deployment für Private Access Protect Pro aus und was bieten wir als TSEC quasi unseren Kunden sowohl während der Deployment-Phase als auch danach. Was man immer im Hinterkopf behalten muss, Private Access ist eine Cloud-Lösung. Das klingt im ersten Schritt immer sehr einfach, aber man muss immer bedenken, das Ganze muss in meine bestehende Infrastruktur halt erstmal migriert werden und halt entsprechend auch reinpassen. So, damit das sichergestellt ist, möchten wir halt von TSEC unsere Kunden möglichst vollumfänglich betreuen, wie gesagt, während des Deployments und auch danach, wenn gewünscht. Das Ganze startet zum Beispiel bei dem Rollout von den Zscaler-Konnektoren. Das spielt keine Rolle, wie gesagt, ob das zum Beispiel in Ihren eigenen Datacentern ausgerollt wird oder beispielsweise in einer Cloud-Environment, ob es zum Beispiel Microsoft Azure ist oder zum Beispiel AWS. Dann müssen wir uns den Endpoint angucken. Das heißt, wir wollen da natürlich auf allen Endpunkten, wo wir Private Access nutzen möchten, müssen wir die Zscaler-App installieren. Und was wir von TSEC halt machen, wir übernehmen die komplette Konfiguration der Cloud-Umgebung inklusive aller Policies, die wir benötigen. So, das sind die Basics. Was halt noch dazu kommt, und Nathan hatte es eben schon gesagt, ist, wir haben halt auch Dienste, die wir zusätzlich brauchen. Das startet zum Beispiel beim Identity Provider, damit sich unsere User authentifizieren können. Das kann aber auch so über Zertifikat-Enrollment beispielsweise gehen für Browser Access. Das hat viel mit Application Segmentation zu tun, die wir für Private Access halt, ich möchte nicht sagen zwangsläufig, aber was die Grundlage von Private Access ist, das führen wir ebenfalls durch und auch optionale Schnittstellen, wie zum Beispiel Richtung einem SIEM-System, können wir entsprechend halt anbieten. Das heißt, wir können unsere Logs auch aus Private Access entsprechend an weitere Systeme halt weiterschicken, um weitere Analysen durchzuführen und zum Beispiel zu korrelieren.
Da wir natürlich auch viele Kunden haben, die vielleicht einfach nicht die Ressourcen haben, um sowohl das Deployment als auch das Management dann halt komplett selbstständig durchzuführen, bieten wir all diese Services halt entsprechend auch als Managed Service an. So. Und ich möchte Ihnen jetzt quasi zeigen, wie diese Services in der Telekom Security aussehen und was unsere Kunden letztendlich dann von uns erhalten. Die Grundlage, damit das Ganze funktionieren kann, ist, dass wir unsere Kunden halt versuchen, ganzheitlich zu betreuen. Für uns spielt das dabei keine Rolle, ob wir jetzt von Private Access reden oder von irgendeiner anderen Lösung, egal aus welchem Sektor diese Lösung vielleicht auch kommt. Wir möchten, wie gesagt, immer ganzheitlich involviert sein. Das liegt einfach daran, dass umso früher wir in Projekte einsteigen können, umso mehr Details bekommen wir mit, umso mehr können wir eine Lösung finden, die halt auch wirklich auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten ist. Das Ganze startet letztendlich schon beim initialen Consulting. Das heißt, wenn es wirklich darum geht, okay, wir möchten den Kunden beraten, schon dort sollten von uns immer technische Experten involviert werden. Im Notfall zum Beispiel auch mehrere für unterschiedliche Lösungen. Und erst wenn klar ist, was die Anforderungen sind und zum Beispiel dann einige Lösungen vorgeschlagen wurden, dann kann es ja auch sein, dass ein technischer Experte sagt, Achtung, wir haben hier Limitierungen, die müssen wir beachten. So, und anhand davon wollen wir letztendlich dann eine Security-Architektur uns zumindest schon mal designen, die halt entsprechend dann auch modernen Anforderungen entspricht. Wenn wir jetzt eine Lösung gefunden haben und wir sagen mal, das ist jetzt zum Beispiel Private Access, die den Anforderungen des Kunden entspricht und der Kunde sagt, okay, wir möchten das Ganze testen, dann können wir das Ganze halt in einem Proof of Concept realisieren. Bei Private Access machen wir das 30 Tage lang. Wir nehmen uns vorher noch ein bisschen Zeit, um entsprechende Vorbereitungen zu treffen. Das heißt, wir wollen natürlich vorher schon sowas wie einen Identity Provider koppeln, damit diese Zeit vom Proof of Concept nicht abgeht und können dann 30 Tage dieses Produkt einfach mal und das Verhalten von dem Produkt in der eigenen Infrastruktur von unseren Kunden testen. Das ist sehr, sehr wichtig und viele von unseren Kunden, also je nachdem, ob der Kunde sagt, okay, das Ganze ist genau das, was ich mir vorgestellt habe, ich möchte in die Implementierung gehen, können wir das entsprechend im Anschluss tun. Wir haben auch viele Kunden, die zum Beispiel sagen, okay, wir sehen schon, das ist unsere einzige Lösung, die wir jetzt irgendwie oder das ist die Lösung, die wir uns vorstellen. Wir wollen direkt aus dem Proof of Concept vielleicht schon mittendrin in die Implementierungsphase übergehen. Auch das haben wir für Kunden schon gemacht, einfach um schnellstmöglich quasi alle Vorbereitungen treffen zu können. So, und dann gucken wir uns mal an, wie so eine Implementierung im Detail aussieht, beziehungsweise was so unsere Roadmap dafür ist. Das fängt halt in der Vorbereitung an, ne? Also die Final Design Phase. Die ist letztendlich auch der Schlüssel, damit wir ein erfolgreiches Deployment haben. Also umso besser wir planen, umso besser läuft auch das Deployment einfach ab. Dafür machen wir halt Workshops, um halt wirklich im Detail alle Anforderungen zu klären und auch die Ist-Situation zu kennen. Da können wir zum Beispiel schon aussuchen, worüber wir die Authentifizierung regeln wollen. Aber was besonders wichtig ist, wir wollen natürlich auch Use Cases und Testkriterien definieren, um im Anschluss halt auch sagen zu können, ja, wir haben das erfüllt, was wir uns vorgenommen haben. Also das Ziel von dieser Phase ist einfach, ein Blueprint zu erstellen, auf dem wir das gesamte Deployment letztlich dann aufbauen können. Wenn wir dann in die zweite Phase kommen, also in die Konfigurationsphase, wollen wir natürlich diese ganzen Vorbereitungen, die wir vorher besprochen haben, schon mal damit anfangen. Das heißt, die Clients werden vorbereitet, zum Beispiel der Identity Provider wird schon integriert into Private Access. Wir machen die komplette Cloud-Konfiguration inklusive der Application Segmentation und dem Policy Design. Und können dann, wenn diese Vorbereitungen abgeschlossen sind und wir quasi unseren Blueprint halt vorbereitet und auch verifiziert haben bis zu diesem Punkt, können wir halt auch mit den ersten Tests anfangen, um halt eine gewisse Qualitätssicherung schon in diesem Schritt mit reinzubringen. Einfach um zu sehen, okay, das, was wir vorher designt haben, funktioniert so wie gedacht. Wenn das alles erfolgt ist, starten wir letztendlich mit dem produktiven Rollout. Das ist am Anfang immer für eine limitierte Anzahl an Usern gedacht. Das heißt, wir fangen im kleinen Kreis an, gucken uns dann natürlich das Feedback schon mal an, stellen wir irgendwie noch fest, dass was nachjustiert werden muss. Wenn alles gut ist, können wir Schritt für Schritt immer weiter mehr Nutzer integrieren. Besonders wichtig ist, dass wir dort auch unterschiedliche Abteilungen halt mit involvieren, einfach um
zum Beispiel sicherzustellen, dass wir nicht irgendwelche Applikationen auch vergessen haben, ne? Weil leider Gottes ist es ja heutzutage so, es gibt einfach, alles ist so komplex geworden, wir haben so viele Applikationen, da kann es schon mal sein, dass eine Abteilung eine Applikation nutzt, die wir vorher noch gar nicht kannten oder einfach nicht bedacht haben. Deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass wir es halt Schritt für Schritt machen, bis wir letztendlich unseren finalen Rollout abgeschlossen haben, das Ganze final evaluiert haben und dokumentiert haben. Dann haben wir unseren Blueprint quasi, den wir am Anfang erstellt haben, haben wir adaptiert und ausgerollt. Was im nächsten Schritt dann letztendlich kommt, das ist dem Kunden überlassen. Wie gesagt, wir können das Ganze als Managed Service anbieten. Da bringen wir natürlich auch ein paar Benefits quasi mit an den Tisch. Auf der einen Seite ist das natürlich die Erfahrung, die wir über die vergangenen Jahre gesammelt haben. Nicht nur bei Private Access, sondern zum Beispiel auch bei Zscaler Internet Access. Wir haben eine Vielzahl an Rollouts in den vergangenen Jahren gemacht. Und wir haben halt auch unsere eigenen Expertenteams für Zscaler aufgebaut. Mittlerweile haben wir über 60 zertifizierte Zscaler-Spezialisten bei uns in der Telekom. Und darauf basiert natürlich dann auch einfach unser Managed Service, der entsprechend halt eine Service-Qualität bietet, die nach Industriestandards arbeitet. Und besonders wichtig, und ich finde, das sieht man auch heute im Webinar, wir haben eine enge Partnerschaft zusammen mit Zscaler. Das heißt, vor allen Dingen im Deployment sollten wir auf irgendwelche Herausforderungen treffen, die wir alleine nicht lösen können. Wir haben immer den engen Draht zum Hersteller und das ist bei Deployments immer sehr, sehr wichtig. So. Jetzt haben wir gesehen, was wir letztendlich bieten, wie das Deployment aussieht und was für Managed Services wir anbieten. Jetzt können wir uns noch mal zusammenfassend angucken, was bietet uns Private Access oder Private Access unseren Kunden letztendlich für Use Cases? Was sind die Einsatzszenarien? Nathan hatte sie ganz kurz schon erwähnt. Ich gehe jetzt ein bisschen mehr im Detail darauf ein. Das Offensichtlichste ist natürlich die VPN-Alternative. Das heißt, anstatt von meinem klassischen VPN, wo ich, wie Nathan schon gesagt hat, immer halt den Netzwerkzugriff, den generellen Netzwerkzugriff habe, können wir Private Access nutzen, um halt einen Remote Access zu nutzen, wo wir entsprechend auch diesen Zero-Trust-Ansatz mit realisieren können. Das heißt, wir haben immer Nutzer, die auf Applikationen zugreifen können oder nur auf diese Applikationen zugreifen können, auf die sie halt auch zugreifen sollen. Alles andere ist für den Nutzer nicht sichtbar, nicht erreichbar. Dadurch haben wir natürlich auch eine komplette Applikationssegmentierung im Standard schon mit drin. Und der nächste Vorteil ist, durch das Design von Private Access, dadurch, dass wir Konnektoren benutzen in der Nähe von den Applikationen, brauchen wir keinerlei Inbound-Verbindungen, weil diese Konnektoren ja eine Outbound-Verbindung zum Zscaler Data Center aufbauen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Angreifer wären und wir würden Portscan auf unserer Perimeter-Firewall durchführen, wo halt Private Access im Einsatz ist, würden wir keine offenen Ports sehen, die von außen nach innen offen sein müssen. Und das ist für uns immer ein Vorteil, weil wir die Angriffsfläche reduziert haben. Der zweite Teil oder der zweite Use Case ist der Multi-Cloud Access. Heutzutage ist einfach nicht mehr sichergestellt, dass alle meine Applikationen, die ich nutze, auch wirklich in meiner eigenen Umgebung gehostet werden. Es geht immer mehr Richtung Azure, AWS, was auch immer. Und der Vorteil von Private Access, ich kann es überall integrieren. Ich muss nur einen Zscaler Connector entsprechend hochziehen und kann dann halt meine Applikationen erreichen. Und wie gesagt, es ist total egal, wo diese Applikation gehostet wird. Das steigert natürlich auch einfach die User Experience, weil der Nutzer sich auch überhaupt gar keine Gedanken darüber machen muss. Er sieht ja auch gar nicht, worauf er zugreift. Das heißt, für ihn könnte diese Applikation von der Sichtbarkeit her überall gehostet werden. Er sieht keinen Unterschied mehr, ob er aufs Internet zugreift oder auf seine privaten Applikationen. Das handelt die Zscaler-App für ihn im Hintergrund. Ein weiterer Vorteil ist der sichere Zugriff von Drittanbietern, nenne ich es jetzt mal, zum Beispiel von Lieferanten. Das heißt, Sie haben Applikationen, die Sie nach außen hin verfügbar machen wollen, können das dann machen, zum Beispiel, ich sage mal, auf dem klassischen Weg, indem Sie halt die Zscaler-App Ihren Lieferanten zur Verfügung stellen. Wir können das aber zum Beispiel auch mithilfe von Browser Access machen. Das heißt, Sie brauchen überhaupt keine Vorbereitung auf diesen Client eigentlich durchzuführen.
Wir machen nur ein Zertifikats-Enrollment letztendlich, damit das Ganze funktioniert. Und dann können Lieferanten oder sowas auf diese Applikation entsprechend zugreifen, die sie zur Verfügung stellen wollen. Und das ist auch der springende Punkt dabei, weil wir eben nicht den generellen Netzwerkzugriff wieder erlauben, sondern nur das, was wirklich nötig ist. Und dadurch bekommen wir natürlich auch eine höhere Sichtbarkeit, was unsere Lieferanten zum Beispiel machen. Genau. Und was auch noch wichtig ist, der letzte Punkt, ich bin natürlich viel schneller und viel leichter bei zum Beispiel Zusammenführungen oder allgemein von der Skalierbarkeit viel flexibler. Wenn ich neue Applikationen koppeln will, kann ich entsprechend einfach einen Zscaler-Connector hochziehen, falls noch keiner existiert in der Umgebung. Ich kann zum Beispiel, wenn meine Bandbreite nicht mehr ausreicht, kann ich entsprechend weitere Zscaler-Konnektoren hinzufügen in meinem Data Center, um die Bandbreite flexibel zu erhöhen. Das heißt, das Ganze ist sehr leicht skalierbar, solange zum Beispiel meine Internetleitung natürlich stark genug ist. Und der letzte Vorteil, nenne ich es jetzt mal, ist natürlich, dass ich dann eine standardisierte Security über alle meine Einheiten habe, sei es zum Beispiel Töchterunternehmen, wo ich Zugriff gewähren muss, sei es unterschiedliche Umgebungen, Cloud-Umgebung, eigenes Datacenter, was auch immer. Das alles können wir mit Private Access letztendlich anbieten. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie Private Access und zum Beispiel auch Internet Protect Pro, was ja auf Zscaler Internet Access basiert, was das letztendlich an klassischen Lösungen halt ersetzen kann, dann ist das schon eine ganze Menge. Also ich brauche zum Beispiel durch Internet Access kann ich an ganz vielen Lokationen beispielsweise meinen gesamten Security Stack so weit reduzieren, dass ich vielleicht zum Beispiel nur noch einen Router habe oder sowas. Und mein gesamter Internet Traffic beispielsweise über die Zscaler Internet Access Cloud geleitet wird. Wenn wir uns bei Private Access jetzt angucken, dann fällt mein gesamter Stack weg, den ich für die VPN-Connection letztendlich brauche. Das heißt, ich bräuchte auch an diesen Standorten theoretisch keine Firewall mehr. Das Einzige, wo wir halt unsere klassische Architektur nach wie vor beibehalten, ist für die Serversicherheit. Das heißt, wenn ich eigene Dienste bereitstelle, natürlich, dann habe ich nach wie vor meine Firewalls, die halt entsprechend meine Sicherheit gewährleisten sollen. Das gilt allerdings wohlgemerkt nur für die Applikation, die halt öffentlich für jeden verfügbar sein sollen. Sonst würde ich natürlich wieder Private Access nutzen, um zum Beispiel meinen Lieferanten und anderen Partnern den Zugriff zu gewähren. So, das wäre es auch schon von mir letztendlich. Damit würde ich übergeben an Dennis, um das Ganze nochmal zusammenzufassen. Ja, vielen Dank, Oliver, vielen Dank, Nathan. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Eindruck bekommen über das Produkt selber. Bevor wir nun in die Fragerunde übergehen, auf der nächsten Seite, können Sie auch nach der Session, wenn Sie jetzt direkt keine Fragen haben, auf uns zukommen. Und einerseits können Sie uns telefonisch kontaktieren. Auf der nächsten Seite sind die, Oliver muss eins weiterklicken. Auf der nächsten Seite können Sie uns auf jeden Fall telefonisch erreichen, aber auch das Kontaktformular auf den Landingpages des Produktes praktisch so nutzen, um weitere Fragen eben erklären zu können. Ich denke, ja, Philipp, wir können übergehen in die Fragen, denke ich. Ja, danke schön. Ja, es hat sich ein bisschen was angesammelt. Die erste Frage, die ich hier sehe, ist: Kann ich den Third-Party-Access auch zeitlich steuern? Danke, Gabi. Ich glaube, die Frage ist von mir. So, wenn die Third-Party-Access bestimmen, ja, natürlich. Das sind wichtig, das sind zwei wichtige Punkte zum Verstanden hier. Eins ist, dass Zscaler Private Access oder die Private Access Pro von T-Systems kann Nutzer auf dem die Identity Provider EDP auf einfirmen oder andere Firmen authorisieren. So das sind, was wir nennen Multiple Identity Providers. So wir können Multiple Identität auf einen Sicherheit Policy ausnehmen. So dann natürlich wir können die Third Parties integrieren, aber die wichtige Frage von da ist: Was ist die beste Lösung für die Firma? Ist das zum Identität auf
ihren LDPs zu bauen oder auf einen Trust auf ein Vertrauen zu bauen. Die Private Access Pro ist die Policy ist auch die granulare Kontrolle implementieren. So natürlich ist wichtig zu sagen, dass eine dritte Party kann nur einen Application zugreifen und nicht mehr. Bitte nicht vergessen, dass die ganze Private Access Pro ist eine Applikation und Nutzer zum Applikation zugreifen Pfad und nicht einen Network Pfad. So es ist absolut möglich und wichtig, dass die granulare Policy ist, zu bauen. Hoffentlich, dass das gut genug für die Antwort, Philipp. Die Frage gebe ich zurück an den Teilnehmer, der die gestellt hat. Ich gucke mal nach, ob ich hier noch einen. Ja, kleinen Moment. Da habe ich anders gefragt. Okay, wahrscheinlich war die Frage noch nicht ganz beantwortet. Kann ich den SAP-Lieferanten nur am Freitag von 14 bis 16 Uhr von extern anbieten? Entschuldigung. Ich glaube, das ist die Frage, ob ein Scheduler, Nathan, ob ein Scheduler für bestimmte Regeln vorhanden sind, dass man bestimmte Zeitfenster eben öffnet für die Zugriffe für Third Parties. Ja, so denn von einem Zeitpunkt, zum diese Kontrolle haben, das ist natürlich wichtig. Und ich finde, das ist besser nicht auf die Zscaler, also die Private Access Pro nutzen, aber auf die Identität Provider zu kontrollieren. Aber es ist möglich in beide Richtungen. Wir können das tun, aber es ist besser zu sehen, von welcher Seite ist die Identität Provider oder die IDP oder mit Private Access Pro diesen Kontrolle auf den Zugriffspfad machen. Okay. Gut. Dann habe ich hier eine Frage. Wie viele Standorte hat T-Systems weltweit für die Private Access Verbindungen? So, dann, ich glaube, das ist für mich auch zu erklären. So, natürlich ist es eine Partnerschaft zwischen T-Systems und Zscaler. Und Zscaler hat die Zscaler Private Access Pro Cloud. So Zscaler verfügt weltweit über rund 100 Standorte. Diese Standorte werden so nah wie möglich an die Kunden gehostet. So denken Sie daran, dass die Benutzer mit seinem geschlossenen Standort verbunden ist. Und wenn dies nicht verfügbar ist, eine der nächste gelegene ist. So ungefähr 100. Und das ist immer große sein. Wir wachsen jeden Tag von the demand von unseren Kunden. So war natürlich das eine Lust zu einem Standort bauen vor einem Kunden. Das ist absolut möglich. Wir müssen nur natürlich reden zwischen die Partnerschaft T-Systems und Zscaler. Okay. Dann eine Frage, wo sollten diese App-Connectors ausgeführt werden? Okay, so alle die Fragen ist von mir. Cool. Gute Frage. Diese App-Connectors, so Connectoren, sind softwarebasiert und können auf einer Virtual Machine, VM, ausgeführt, tut mir leid. Werden. Die Idee ist, dass die ist so nah wie möglich an die Apps zu haben. So eine minimale Verbindungslatenz oder Latency zu gewährleisten. Was toll ist, ist, je mehr Connectoren Sie haben, desto mehr Möglichkeiten Sie mit dem App zu verbinden, die Sie haben werden. Die Idee ist, dass mehr Connectors, also sind natürlich Virtual Machines, dann sind mehr Optionen zu diesen Richtungen oder die Richtungen in der richtigen Richtung zu schicken. So, ich hoffe, dass Björn diese Frage hat. Ich habe jetzt noch eine Frage. Wir sind gerade schon knapp über der Zeit, aber die würde ich eben noch einmal stellen. Ich sehe, wir haben noch ein paar Minuten.
Warum ist Identität so wichtig? Ist dies nicht ein Problem in Bezug auf die DSGVO oder GDPR? Ah, gute Frage. Natürlich, von unserer Seite, wir möchten ein granular Policy implementieren. Und das ist nur möglich, wenn wir haben eine Identität zum das nutzen. So, Private Access verwendet die Identitätsdetails, die von der Identity Provider validiert. Diese bedeutet, dass an Identitätsinformationen, dass Benutzer tatsächlich bei ihren IDP vorhanden sind. Privaten Access verbraucht nur das authorisierte Token mit dem Angabe, dass diese Benutzer Zugriff auf seine Rolle haben darf. Es wird tatsächlich keine persönliche Information für den privaten Zugriff verwendet. Es nur eher nur diesen Zeichen, es nur dass diese authorisierte Nutzer mit diesem Token kann oder kann nicht Access zugreifen. Okay. Ich denke, das hat die Frage beantwortet und ich denke, das waren auch alle, wenn ich das richtig sehe. Ja. Das waren bisher jetzt alle Fragen. Danke, dass du die nochmal nachgeschoben hast, die Antworten. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Nathan Howe und bei Dennis Barbaros und bei Oliver Meyer dafür, dass ihr uns das Thema so vorgestellt habt. Ich danke Ihnen, liebe Teilnehmer, für die Aufmerksamkeit und für die Teilnahme. Und falls Sie noch jemanden kennen, der das ganze Webinar gerne nochmal auf Englisch hören möchte, das beginnt in ungefähr einer Stunde, kommen Sie gerne doch nochmal auf uns zu, wenn Sie noch einen Einladungslink brauchen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen restlichen Donnerstag und schon mal ein gutes Wochenende. Bleiben Sie gesund.